Hallo zusammen, Alex hier. In diesem Video zeige ich dir die beiden besten dynamischen Mikrofone zum Streamen oder auch für solche Videos unter 40 Euro. Los geht's. Jawohl, auf der einen Seite habe ich hier das Amazon Basics, das ist ein dynamisches Gesangsmikrofon, so nennt das zumindest Amazon. Das kostet ungefähr 39 Euro und auf der anderen Seite habe ich das AKG P5S, dynamisches Live-Gesangsmikrofon, so nennt das AKG. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie sich die beiden Mikrofone anhören. Ja, und beschäftigen wir uns zunächst mit dem Amazon Basics Mikrofon für ungefähr 39 Euro derzeit bei Amazon käuflich zu erwerben. Links zu den Produkten, die ich dir in diesem Video hier zeige, findest du wie immer in der Beschreibung zu diesem Video zu Amazon. Und wenn du darüber ein Produkt kaufst, dann kriege ich eine kleine Provision und du unterstützt diesen Kanal hiermit. Dafür bedanke ich schon mal recht herzlich. Für dich bleibt der Kaufpreis der gleiche. Das dynamische Mikrofon von Amazon hat eine Supernierencharakteristik. Das AKG P5S hat auch eine Supernierencharakteristik. Das heißt, wenn ich von hier vorne reinspreche, ist egal in welches Mikrofon derzeit halt, dann wird meine Stimme ziemlich klar von vorne aufgenommen. Und sobald ich mich an irgendeiner Seite befinde, dann hörst du schon, wie die Lautstärke abnimmt. Ich blende dir auch immer ein in den Videos, welches Mikrofon ich derzeit benutze, das heißt, welches du gerade hörst. Und das ist dann halt die unveränderte Tonspur, die du halt einfach hörst, sodass du dir ein Bild von dem Mikrofon auch machen kannst. Beide Mikrofone haben auch einen integrierten Schalter und einen integrierten Popschutz. Der Schalter bei dem AKG gefällt mir wesentlich besser, der ist wesentlich wertiger als der Schalter von dem Amazon-Mikrofon. Von der gesamten Verarbeitungsqualität her finde ich beide Mikrofone vollkommen in Ordnung. Einen großen Qualitätsunterschied würde ich da nicht machen. Die Halterung, die gefällt mir von AKG wieder etwas besser, die auch im Lieferumfang enthalten ist. Beim Amazon-Mikrofon gibt es ein 6 Meter langes Kabel XLR auf 6,3 mm Klinke und beim AKG gibt es eine Tasche, die mitgeliefert wird. Die schaut so aus, da kannst du halt das Mikrofon reinschmeißen und oben gibt es halt so einen Reißverschluss. Das heißt, es gibt bei beiden noch so ein bisschen Add-on zum Thema Lieferumfang. Das AKG P5S kostet derzeit etwa 36 Euro. Und wie du schon merkst, sind die beiden Mikrofone technisch sehr krass vergleichbar und preislich halt auch. Und jetzt kommt es natürlich auf die Qualitäten der Mikrofone an. Als erstes machen wir mal so einen kleinen Plop-Test, also wie so Geräusche, so Luftgeräusche halt einfach gedämpft werden von dem Mikrofon durch den internen Pop-Filter. Peter Paul. Ja, und wenn das noch zu starke Popgeräusche macht, gibt es hier noch so einen Schaumstoffaufsatz, den ich jetzt jeweils auf das Mikrofon draufsetze, was du halt immer angezeigt bekommst. Und dann gucken wir uns mal an, wie sich dann die Popgeräusche anhören. Peter Paul. Also ich würde die Mikrofone grundsätzlich beim Streamen oder in solchen Videos verwenden. Man könnte diese Mikrofone auch etwas hier out of frame einfach hängen. Nichtsdestotrotz sind es auch Live-Gesangsmikrofone. Dafür sind die eigentlich primär gedacht, aber man kann die auch vollkommen anders verwenden. Und da testen wir jetzt einfach mal, wie das Handling-Geräusch so ist. Ja, und so hört sich jetzt das Amazon-Mikrofon an, wenn ich das hier ein wenig in der Hand habe und hier ein wenig mit rumspiele und auch mal dagegen klopfe, so hört sich das einfach an. Und ich drehe das jetzt auch einfach mal so im 90-Grad-Winkel, damit man sehen kann, wie viele Geräusche hier rausgefiltert werden. Das ist jetzt der 180-Grad-Winkel, ich spreche genau von hinten rein. Jetzt sind wir wieder bei 90 Grad, also eigentlich 270 Grad. Und jetzt sind wir bei 0 Grad, 360 Grad, such's dir aus. So, und jetzt machen wir das gleiche nochmal mit dem AKG P5S Mikrofon. Das sind die Handling-Geräusche. Man hört vielleicht auch das Kabel, was hier ein bisschen auf dem Schreibtisch dann halt liegt. Jetzt klopfe ich hier nochmal etwas drauf. So hören sich hier die Handling-Geräusche halt einfach an. Und wenn ich dieses Mikrofon drehe, 90 Grad von der Seite hier reinspreche, dann ist das noch so laut. Von hinten 180 Grad, ich spreche jetzt genau hinter das Mikrofon und jetzt drehe ich das weiter, jetzt sind wir bei 270 Grad und jetzt drehen wir es nochmal ein bisschen weiter, bis ich dann wieder ganz vorne bin, bei 360 Grad wahrscheinlich.
Ja, also wie du gehört haben solltest, filtern beide Mikrofone ganz hervorragend Geräusche hinter und neben den Mikrofonen halt einfach raus, sodass ich sehr stark von vorne aufgenommen werde. Ich entferne mich jetzt nochmal ein bisschen von dem Mikrofon. Also jetzt bin ich aktuell so vielleicht so 10 Zentimeter von dem Mikrofon entfernt, was eine ganz gute Entfernung ist. Und jetzt spreche ich in beide Mikrofone aus ungefähr 2 Zentimeter Entfernung. Jetzt bin ich ziemlich dicht dran. Und jetzt spreche ich in beide Mikrofone aus ungefähr 2 Zentimeter Entfernung. Jetzt bin ich ziemlich dicht dran. Jetzt bin ich bei ungefähr 30 Zentimeter Entfernung. Jetzt bin ich bei ungefähr 30 Zentimeter Entfernung. Und so hören sich die beiden Mikrofone aus ungefähr 50 Zentimeter Entfernung an. Und so hören sich die beiden Mikrofone aus ungefähr 50 cm Entfernung an. Und so hören sich die Mikrofone aus ungefähr 1 Meter Entfernung an. Also viel weiter würde ich auf gar keinen Fall weggehen. Und so hören sich die Mikrofone aus ungefähr 1 Meter Entfernung an. Also viel weiter würde ich auf gar keinen Fall weggehen. Sondern ich würde lieber die beiden Mikrofone aus so einer Entfernung, wie ich das vorhin hatte, aus 10 cm Entfernung vielleicht besprechen. Denn dann ist die Soundqualität mit am besten. Was mir vorher schon mal aufgefallen ist, dass dieser Nahbesprechungseffekt beim Amazon deutlicher ist als beim AKG. Das heißt, wenn ich aus so einer Entfernung dort reinspreche, dann hört sich das Amazon-Mikro ein bisschen besser, bassiger an, je nach Geschmacksrichtung. Ja, und jetzt vergleichen wir die Mikrofone einfach mal mit anderen Mikrofonen. Ich sage einfach mal 1, 2, 3 Test und du siehst immer eingeblendet, welches Mikrofon du gerade hörst. 1, 2, 3 Test. 1, 2, 3 Test. 1, 2, 3 Test. 1, 2, 3 Test. Jawohl, du hast jetzt gerade gehört, das AKG, das Amazon Basics Mikrofon, das Rode M2, was direkt neben mir hier ist, das ist auch ein sehr stark gerichtetes Gesangsmikrofon, aber es ist ein Kondensatormikrofon, das heißt, es braucht Phantomspannung und das MK012 von Octava, das direkt hier über meinem Kopf hängt, was ein bisschen weiter weg ist. So hören sich diese Mikros an und wir probieren gleich nochmal das Rode PodMic aus. 1, 2, 3, Test. Ja, so hört sich das Rode PodMic an. Dieses Mikrofon kostet ungefähr derzeit 115 Euro. Ist halt einfach von der Bauweise ein wenig anders. Kostet auch wesentlich mehr als die anderen. Aber nur, damit du auch noch mal was anderes gehört hast in der nächsthöheren Preisklasse. Ja, als Tischstativ zu dem Mikrofon kann ich dir empfehlen einmal das von K&M für ungefähr 24 Euro. Das ist genau dieses hier, was dort hinten steht, mit dem PodMic drauf, was ich auch gerade eben benutzt habe. Und dann gibt es auch noch das Rode DS1 Tischstativ für ungefähr 22 Euro. Das steht dort an der Seite. Außerdem kannst du auch den Mikrofonarm Rode PSA1 nehmen. Ein separates Video habe ich dazu auch schon gemacht. Links findest du alle in der Beschreibung zu diesem Video. Als Kabel, XLR-Kabel, kann ich dir das von Ugreen empfehlen. Das kostet ungefähr 11 Euro. Und dann hast du ein Mikrofon, ein Kabel, gegebenenfalls auch ein Stativ. Ich benutze hier gerade solche kleinen Manfrotto-Tischstative. Die gehen mit so einem kleinen Adapter halt auch. Die kannst du dann auch ganz hervorragend benutzen. Aber auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist halt einfach der Audiorekorder. Ich benutze jetzt gerade den Zoom F6. Den habe ich mir relativ neu gekauft. Der kostet ungefähr 570 Euro. Der hat 6 XLR-Anschlüsse, ist vollkommen over the top für diese Mikros. Würde ich auch, gerade wenn du damit anfängst, dir überhaupt nicht empfehlen. Willst du mobilen Rekorder haben, gibt es den Zoom H5 Audio Recorder. Den habe ich hier hinten auch noch rumfliegen. Der schaut dann so aus. Der kostet ungefähr 235 Euro, ist aber auch noch ganz schön teuer. Diese Audio Recorder, die kosten halt einfach ein wenig mehr Geld. Ansonsten gibt es noch den Behringer UMC 202 HD für ungefähr 70 Euro. Den habe ich auch dort hinten irgendwo rumfliegen. Der ist für 70 Euro schon recht gut. Dann gibt es, wenn du ein bisschen mehr Geld ausgeben möchtest, den Focusrite Scarlett Solo für etwa 100 Euro. Kostet ein bisschen mehr, ist aber wirklich gut. Oder das Audio-Interface von Behringer UMC 22 für etwa 45 Euro. Das wäre das günstigste, ist dann aber auch nicht mehr ganz so gut. Für diese Audio-Interfaces brauchst du halt auch immer einen Rechner, sei es ein Windows-Rechner oder ein Mac oder was auch immer, wo du dann halt einfach das Audio-Interface anschließt und dann per XLR-Kabel eines dieser beiden Mikrofone, was dir auch immer besser gefällt. Und diese Audio-Recorder, die fangen eigentlich so sinnvollerweise ab 170 Euro an, sind also dann wesentlich teurer. So, jetzt habe ich dir die Mikrofone gezeigt.
erklärt dir eigentlich die Unterschiede der beiden Mikrofone klar gemacht. Insgesamt sind diese Mikrofone wirklich ziemlich ähnlich. Mir persönlich fehlt der etwas tiefere Klang von diesem Amazon Basics Mikrofon etwas besser, aber auch das AKG ist überhaupt nicht schlecht. Es kommt auch darauf an, was du für eine Stimme hast und wie das jeweilige Mikrofon dann auch zu deiner Stimme passt. Also für knapp 40 € gefallen mir wirklich beide Mikrofone außerordentlich gut. Und mich würde jetzt natürlich nochmal interessieren, welches Mikrofon dieser beiden findest du am besten oder auch das PodMic oder auch eines der anderen Mikrofone, die ich hier vorhin benutzt habe. Hau es mir einfach in die Kommentare, deine Meinung zu den Mikros. Schreib mir bitte auch rein, welches Mikrofon du aktuell benutzt. Du kannst mir auch gerne Fragen stellen, ob denn eines dieser Mikrofone besser ist als das, was du gerade benutzt. Und ich würde mich auf jeden Fall über dein Feedback freuen und gib mir auch ein Like, wenn dir dieses Video gefallen hat. Auch bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!